boom, boom, boom. Crazy way you thrill me, tell you why. Just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can't see straight. She, my lollipop, is free. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Thank you.
Es geht weiter mit Kindertanz, außer Rand und Band, Kindertanzklasse von Juliana. Dem Haus holt man ein Stück Speck heraus und hast du nicht gesehen, da ist es schon geschehen. Schwupps, da ist er weg, der Speck. Eine Maus kommt aus dem Haus, holt man ein Stück Speck heraus und hast du nicht gesehen, da ist es schon geschehen. Schwupps, da ist er weg, der Speck. Hör nur, wie sie trippelt, trappeln und aus ihren Löchern krabbeln, schnuppern hier und suchen da. Und warum, das ist wohl klar, denn nach lecker Speck im Stück sind sie ganz verrückt. Eine Maus kommt aus dem Haus, holt man ein Stück Speck heraus und hast nicht gesehen, da ist es schon geschehen. Schwupps, da ist er weg, der Speck. Maus kommt aus dem Haus, holt man ein Stück Speck heraus und hast du nicht gesehen, da ist es schon geschehen. Schwupps, da ist er weg, der Speck. Manchmal suchen sie auch Käse, steigt der Geruch in ihre Nase. Sie riechen an deinen Füßen frei, es könnte ja ein Stück Käse sein. Doch nach lecker Speck im Stück sind sie ganz verrückt. Ja! Maus kommt aus dem Haus, holt man ein Stück Speck heraus und hast du nicht gesehen, da ist es schon geschehen.
gesehen, da ist es schon geschehen. Schwupps, da ist er weg, der Speck. Der Mäusetanz, Spezialkasse Z. Jetzt kommt was ganz Neues. Für uns alle, nicht nur für Sie. Wir stellen Ihnen heute in der ersten Vorstellung, haben nur Sie das Glück, unsere neue, zarte, smarte Jungsklasse da. Endlich wieder Männer auf der Bühne. Danke. Der nächste Part jetzt heißt Volle Power. Wir sehen Volle Power von unserer kleinen Indianer-Kombo. Volle Power von den Breakdance-Klassen. Und das letzte Programmteilchen, das behalte ich noch für mich. Das soll eine Überraschung für Sie werden. So, also dann Applaus für unsere mutigen Indianer. Tanzen
ist so wie ein Instrument lernen. Es baut sich auf. Das sollte eine Methodik haben. Und bei dieser ganzen Methodik und Technik darf nie eins verloren gehen. Der Spaß, die Freude am Tanzen, die wir wecken müssen. Und vor allem, dass wir immer wieder eine neue Geschichte haben. Die nächste Geschichte, hatte ich schon angesagt, volle Power. Lassen Sie sich überraschen. Kommen. Bitte sofort zur Tablettenausgabe kommen. Thank you.
was vergessen. Im Tanz gibt es natürlich wie überall, auch im Sport, Vorbildwirkung. Darf ich Ihnen vorstellen? Die Vorbilder für die jungen Breaker sind die? Die waren mal so groß wie ich. Ich glaube, die waren so mal kleiner. Ja, die großen. Nein, bleibt oben. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin ganz stolz auf die beiden. Ich finde das nämlich richtig klasse. Weil wenn nicht diese Haltung, was soll sonst motivieren? Ja? Toll, wa? Sind tolle Jungs, wa? Finde ich auch. Finde ich auch, ja? Gut. So. Halbzeit. Ist doch nichts passiert. Aufregung, die schadet nur, sei nicht so echauffiert. Cool bleiben, das ist doch kein Problem. Wer wird denn gleich so sauer sein? Man muss doch Spaß verstehen. Schuhe habe ich mit Schlagsahne geputzt. Dein T-Shirt habe ich mal schnell zum Aufwischen benutzt. Deine Hose kurzerhand mit Farbe angeschmiert. Dein Pausenbrot mit dicken, fetten Maden dekoriert. Deiner Liebsten sagte ich, es wäre mit dir aus. Nur aus diesem einen Grunde geht sie jetzt mit Klaus. Ich pullerte ganz heimlich in ein Badewasser rein. Und ins Shampoo mischte ich noch Hafer. Hinein. Cool bleiben, es ist doch nichts passiert. Aufregung, die schadet nur, sei nicht so echauffiert. Cool bleiben, das ist doch kein Problem. Wer wird denn gleich so sauer sein? Man muss doch Spaß verstehen. Reißwecken gelegt und dann gleich noch in der Nacht die Hausschuhe angeklebt. Habe dann von deinem Hemd die Ärmel zugenäht. Dadurch war dein Urlaub futsch, du kamst zur Bahn zu spät. Ich habe deine Türklinke mit Schuhcreme beschmiert und dann deine Haare fein mit Zahnpasta frisiert. Dich eingesperrt im Klassenraum, der Unterricht war aus. Doch schon nach 6 Wochen Ferien kamst du wieder raus. Ist doch nichts passiert. Aufregung, die schadet nur, sei nicht so echauffiert. Cool bleiben, das ist doch kein Problem. Wer wird denn gleich so sauer sein? Man muss doch Spaß verstehen. Erfrischung für das Publikum. So, und jetzt wird's ernst. Wir sehen unter der Leitung von Lena den Tanz der Rosenmädchen. Jetzt kommt ein gemischtes Programm. Als nächstes werden wir von Uljana den Holzschuhtanz sehen. Es wird wirklich richtig bunt. Jetzt pass auf. Casey hat uns einen Cloud-Mix vorbereitet, Modern Jazz. Und zum Schluss sehen wir die Hip-Hop-Kids von Olga. Thank you.
du ein paar neue Schuh, tanze einfach immer zu. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuh. Hast du ein paar neue Schuh, tanze einfach immer zu. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuh. Über Pflasterstein, einfach mit dem linken Bein und das rechte noch dazu. Schuhe wollen keine Ruhe. Hast du ein paar neue Schuhe, tanze einfach immer zu. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuhe. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuhe. Durch dicke, fette Morde, kurz um Hunde, kacke nur herum, sonst stinkt es so und das ist dumm. Hast du ein paar neue Schuhe, tanze einfach immer zu. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuhe. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuhe. Und im Nu, ja im Nu, sind es keine neuen Schuhe. Mädels. Der eine will sich prügeln. Der andere? Mag den Rainer. Der nächste will klug sein und den mag nun keiner. Doch in einem Punkt ist alles klar. Jeder findet sich natürlich wunderbar. Fußballrattenrohr, in deine und meine, ja, der Fußballrattenrohr, der geht in die Beine.
Rock'n'Roll zu mir, zu mir, zu mir, hier in die Ecke. Kommt, kommt rein. Wir machen es uns kuschelig. Wissen Sie Bescheid über diese Einrichtung? Ich weiß nur, dass es eine Irrenanstalt ist. Für geisteskranke Kriminelle. Wir nehmen nur die gefährlichsten, verstörtesten Patienten, die, mit denen kein anderes Krankenhaus fertig wird. Thank you.
Rickens unter Leitung von Florian Graul. Bitte gleich stehen bleiben. Attacke zurück. Noch nicht ganz, den Rausschmeißer. Ich muss noch was sagen, auch wenn ich nachher gelyncht werde vom Team. Ich muss es einfach tun. Wollt ihr auch mal so schön tanzen? Wollen Sie das auch, dass Ihre Kinder so schön tanzen? Dann sehen wir uns noch bestimmt. Warten Sie, ich frag's mal ab, wie lange wir uns dann noch sehen, wie viele Jahre. Wie lange kennen wir uns eigentlich, Isabel? Seit 18 Jahren. Wir sehen uns 18 Jahre noch. Und du? 14 Jahre. Also, dann gibt's, ja, bitte, ja. So,
Das sind jetzt unsere längsten, aber da sind auch ganz viele ganz lange dabei. Dann hat noch eine Schülerin, die kennen wir von 2001, die haben wir uns mal aus Zingst mitgebracht. Die ist heute Schulassistentin, Sie kennen sie, Marie, manchmal am Empfang. Ja? Also wir können uns lange sehen, wenn es Ihnen Spaß macht, Tanzsuit. Wenn es Ihnen gefallen hat heute die Vorstellung, sagen Sie es weiter. Oder kommen Sie selber zum Tanzen, denn ich hatte ja fast allen gesagt, Ihre Karte ist die Eintrittskarte. So? Probestunde. Ja, die Eltern können jetzt auch tanzen, nicht nur die Kinder bei Tanzsuit. Hm? Gut, ich rufe auf, rückwärts zum Finale. Förderklasse J ist da. Breakdance, schnell auf die Bühne. Fußball-Rock'n'Roll. Und hier muss ich noch eine ganz wichtige Ansage machen. Das sind die drei Stoppmomente. Das sind die drei Klassen oder die zwei Klassen davon gehen nach Paderborn. Paderborn liegt bei Hannover und ist ganz schön weit weg. Und jetzt kommt was ganz Lustiges. Da gewinnen wir den Landeswettbewerb. Und keiner hat mir gesagt, dass wir den Bundeswettbewerb selber auch wieder finanzieren müssen. Also bis zum Landeswettbewerb habe ich ja gerne mit dem Verein das getan. Jetzt müssen wir alle nach Paderborn. Und ich glaube, ihr habt ein Anliegen, wa? Ihr würdet gerne eine finanzielle Unterstützung nachher sammeln? Sagt ja oder nein? Gut, danke. Also, es war ein eindeutiges Ja zu 100%. Und wäre schön, wenn Sie da was in die Hütchen tun würden, denn wir müssen finanzieren das Hinfahren, die vielen Proben vorher nochmal, die Unterkünfte und. Ich brauch's niemandem erzählen. So, jetzt rückwärts. Quatsch. Hip-Hop-Kids, auf die Bühne und ein schicker Applaus, bitte. Die Casey-Truppe, Cloudmix, Ulianas Holzschuh-Tänze, ruhig schon aufstehen alle. Kommt schnell, ich trau dich, ganz schnell. Wir sehen Tanz der Rosenmädchen. Volle Power, ja, genau, super, macht ihr das. Wir sehen die Indianer, kommt mal hier vor. Los, Männer, Heidi Witzka, hier hin, in die Mitte. Wir sehen die Mäuse. Die springen mal da drüben rein. Wir sehen außer Rand und Wand. Ihr kommt mal hierher. Und die Pinguine dürfen ganz nach vorne. Ihr müsst euch klein machen, Mäuse. Die Indianer sind jetzt nicht zu sehen. Drückt auf die Knie. Jetzt alle Fotoapparate raus. So schön wird es nie wieder. Ein wunderschönes Winke-Winke vom Tanzlied an die Eltern. Danke, dass Sie es ermöglichen. Das sind die Blumen für die Lehrer. Ich gebe sie jetzt nicht raus. Ein Danke an alle, an das ganze Pädagogenteam, an die Organisation vor und hinter der Bühne. Dankeschön. Ja, wir machen es in der letzten Vorstellung. Ja, wir organisieren das, den geordneten Rückzug. Die Kinderklassen gehen jetzt in ihre Garderoben. Habt ihr eigentlich schon gelächelt? Gut, danke. Ja, passt auf, ihr den geordneten Rückzug. Ihre Kinder bekommen sie dann am Bühnenausgang von der Bühnenmama wieder in die Arme gelegt. Okay? Ja? Also Ruhe bewahren, Moment noch sitzen bleiben, dann kommt der Bühnenwechsel. Dankeschön, das war's. Die 27. Tanzpause.